Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Mordors Schatten. Und wir stehen hier immer noch bei den Angeketteten da unten. Und da ist die nächste Hauptmission und da wollten wir auch hin. Zack. Hängst du im Boden? Ach ne, du hockst hier. Schieße Köder ab, um Karagor anzulocken. Nö. Der Geist von Mordor. Saurons Uruks missbrauchen gnadenlos die niedrigen Orks in ihrer gewalttätigen Machtkämpfen. Erkunde mit der Macht des Geistes, wie du diese Machtkämpfe nutzen kannst und durchdringe die schwächeren Gemüter, um die Feinde von innen heraus zu zerschmettern. Ein Ork insbesondere hat einen Verstand, der wie ein flammendes Leuchtfeuer der Schwäche strahlt. Annehmen, 40 Macht kriegen wir dafür. Was solltest du wissen, was all diese toten Orks nicht wussten? Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein. Ohne Spaß, Ork. Diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Ihr Plan stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Redback kann nicht die Tricks der Orks lehren. Mit Redback kann er kein gelingen. Wir finden schon raus, was du weißt. Benutze WSAD, um Goroth auszuwählen. Drücke Leertaste, um Informationen über Goroth zu erhalten. Neue Informationen erhalten. Ein altgedienter Hauptmann sucht nach einer Bestie, an der er seine Überlegenheit beweisen kann. Das Ziel befindet sich hier beim Hauptauftrag. Hauptmänner und Würmer geben alle Informationen über ein Ziel preis, wenn sie verhört werden. Das war also die Anzeige vielleicht auch. Oder das war ein Wurm? Weiß ich nicht genau. Drücke 2, um Goroths Stärke und Schwächen zu enthüllen. Goroth hat eine Schwäche, die du ausnutzen kannst. Seine Flucht vor Karagor lässt ihn zu einem panischen Feigling werden. Wenn du ihn mit einem Karagor konfrontieren kannst, wird er einige seiner Stärke verlieren und ein leichteres Ziel werden. Anfälligkeit gegenüber berittenen Bestien und Furcht vor Karagor. Okay. Stärken, immun gegen Fernkampf, heftige Angriff und Gruppenanführer, ist von einem Gefolge umgeben. Vorsicht, Goroth besitzt auch Stärken, er ist immun gegen Fernkampfangriffe, also kannst du ihm auf diese Art nicht schaden. Zudem besitzt er einen mächtigen, heftigen Angriff und eine loyale Uruk-Gefolgschaft, die ihn beschützen. Denk daran, viele Schwächen können nur ausgenutzt werden, wenn du zuerst Informationen sammelst. So, den haben wir mal jetzt als Ziel gesetzt. Dein Problem, Waldläufer, sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redback wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Lass mich das hier nicht bereuen. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich um einen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer!
Alles klar, dann folgen wir mal Redback. Du kannst ihnen nicht trauen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Goroth das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Kommt hier. Verhindere, dass Redback 50% Schaden erleidet. Neuer Feind, Schildträger. Schildträger wehren Frontalangriffe ab und müssen von hinten angegriffen werden. Drücke in der Nähe des Feindes Leertaste, um über ihn zu springen. Fang den Waldläufer nicht mit! Er ist ein schwaches Ziel! Sein Schwert ist gebrochen! Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruk! Wir müssen zu unserem Freund. Das heißt Freund, zu unserer Mission. Waldläufer, schnell! Ich mag die spitzen Dinger nicht in mir stecken haben. Oh Mann, das war ja was. Nun stell dir die ganzen Leichen als Goroth vor. Stell dir dein Ziel vor. Goroth will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat er Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Goroth büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Goroth hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Goroth ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan. Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Hören zu. Hauptmann Goroth ist erfahren. Die Vorfreude macht mich ganz sabberig. Der Sabber der Rache. Ich habe gehört, die Elben könnten Schwerter anfertigen, die so scharf sind, dass sie durch Stein schneiden. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das schaffen, ohne den Alarm auszulösen. So, okay, hier können wir hoch. Die anderen sagen, wenn du nur Fleisch von den Beinen frisst, mach ich das schneller. Es ist alles eine Frage, wie viele man ganz verschlingen kann. Frag nur den Sklavenmeister. Er hat heute Morgen 2 verdrückt. Deswegen wird er so stark. Also nicht wundern, wenn ich was sage. Ich versuche hier extra die Gespräche auch ein bisschen einzufangen. Weil die toll sind. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Stimmt. Es sind immer die Berserker, die den Grog kriegen. Oder die Schützen. Oder die Schildträger. Krieger sind hart. So. Die brauchen keine Anerkennung. Ich will den unter uns. Ich könnte Goroth erschießen. Ich frage mich, ob ein Uruk je von Schützen zum Haupt. So, dann sind wir schon mal in der Position. Das scheint mir ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Goroth wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Goroth kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Goroth ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt.
Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Gorod an die Arbeit. Alles klar. Dann bewegen wir uns mal dorthin. Nach einem Kampf brauche ich Essen und Grog. Stattdessen gibt es nichts als eine Menge Gebrüll von Bart. So, hier müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Da stehen ein paar Gegner. Am besten geht's hier runter. Wenn wir aus Mordor ausmarschieren, werden wir jeden einzelnen Elben niederschlagen. So, ah, da suchen welche nach uns. Alles klar. Wir sind nah dran. So. Welcher von diesem Abschaum ist Gorod? Schauen wir mal. X. Aber sie mit meinen... Gorod. Also, hübsch ist der auch nicht. Aber ich glaube, das ist ja keiner der ganzen Uruk-Hauptmänner. Alles klar. Die gehen weg. Befreie ein Karagor, um Gorod in Angst zu versetzen. Müssen wir erstmal einen finden. So, wir schleichen uns mal hier an den ran. So. Jetzt müssen wir natürlich erstmal einen Karagor finden auch. Da ist einer. Das heißt, Gorod ist besser als ihr. Unter den Biestern Mordors habe ich mir einen Namen gemacht. Wir können auf den Käfig zielen. Träumen Sie von Gorod. Alles klar, das hat schon mal geklappt. Komm her. Oh, da sind wir runtergefallen. Hab's mir bloß eingebildet. Ich will auch einen künftigen Kampf haben. Abstechen. Ich habe Oh, hier kommen Gegner. So, dem zeigen wir es dir. Kommt das ganze Gefolge jetzt scheinbar. Aber wir haben noch nicht genug Punkte, um hier ein Attentat zu machen, so ein Hinrichten. Jetzt aber. Boah, heftig. So, können wir den jetzt auch gleich hier niedermähen? Ja. Was? Das Ziel ist entkommen? Oh nein! Wiederholen. Alles klar. Ich dachte, der läuft hier weiter in der Nähe rum. Oh, wie ärgerlich. Da habe ich nicht aufgepasst. Wir sind nah dran. Welcher von diesem Abschaum ist Gorod? Hammer sollte hier wirklich das Sagen haben. So, okay. Identifizieren wir ihn nochmal. X. Gorod. Da haben wir ihn. Gut. Dieser Wurm rappt. Dann schießen wir mal auf den Käfig. So, das hätten wir. Jetzt flieht er wieder. Ach, falsch. Da wollte ich gar nicht hin. Nein, lass los. Du Holzkopf. Na, das klappt doch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle hier. So, jetzt komm halt her hier. So, pam.
Zurück an die Arbeit! Hinterher. Du bleibst hier. Hallo, darf ich jetzt hier bitte weitermachen? Hinterher, hinterher. Wir ignorieren alle anderen. Komm her. Ein ganz schön flinker Typ ist das. Ich fessele den Waldläufer. Und jetzt. Schaffen wir es jetzt? Ja. Wir haben ihn erledigt. Kampfbericht. Nach einem Machtkampf kannst du im Kampfbericht die Ereignisse nachverfolgen und die Verschiebung des Machtgleichgewichts in Saurons Armee nachvollziehen. Dann drücken wir mal die Eingabetaste. Ah, alles klar. Wie cool. Hey, ihr zwei. Schleppt mir diese Leiche zurück zum Zelt. Ich hol mir eine Belohnung. Verzieh dich, Abschaum. Wir folgen nur den Befehlen von Goroth. Er ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt. Jetzt los, los. Halt den Schandbaum! Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Würmer! Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Ist jetzt euer Hauptmann! Das muss ich mir ansehen. Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung. Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren. Der schmierige kleine Redback hat jedoch tatsächlich seinen kleinen Plan verfolgen können und ist aufgestiegen. Und der Geist von Mordor war ein Erfolg. Wir haben diesen Auftrag abgeschlossen, 700 Erfahrung bekommen und 50 Mirian. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Es töten, bevor es ihm Bericht erstatten kann. So, dann wollen wir noch mal gucken. Hier. Oh, wir können hier was erforschen. Das mit der Gesundheit. Erhöhte Gesundheit. Attribut erwerben. Das kostet 320. Ist aber auch noch nicht freigeschaltet. Das würde mich natürlich auch interessieren. Selbstverständlich, weil. Ja, Gesundheit ist immer wichtig. Ihr seht das ja, ich kriege hier 4 Schläge ab und dann war's das. Wir könnten aber auch noch hier mehr Elbengeschosse oder mehr Fokus. Nehmen wir erstmal das. Und erhöhten Fokus können wir gleich auch nochmal mitnehmen. So, falsche Richtung. Und hier können wir mal das Reiten auf einem Karagor lernen. Fähigkeit erwerben. Alles klar. Die Punkte heben wir uns noch auf. Wir könnten hier die beiden Sachen mitten im explodieren lassen und elbengleiches Geschick. Aber ich denke, da kommen noch ganz andere spannende Sachen. Und mal sehen, wann die freigeschaltet werden, wenn wir mehr Macht haben. Alles klar. Menü verlassen. So, wir begeben uns mal an die Spitze dieses Turms hier. Da haben wir einen besseren Ausblick. Wenn diese winzige Kreatur da draußen ist, versteckt sie sich bestimmt im Gras. So. Das verdammte Zeug muss verschwinden.
vieles von dem Gras nicht mehr übrig. Den Rest brennen wir noch bald genug nieder. Alles klar, und dann werden die ihr Gras runterbrennen und ich werde in der Zeit eine kleine Folgenpause machen. Also, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bleibt dabei, ciao, euer Kaizi.